habe dieses Plakat hier nochmal stehen und ich bin wirklich erfreut, dass ich diesen ersten Vortrag machen kann. Mein Thema, wie gesagt, die unsichtbare Dürre. Ich habe es als Untertitel Grundwasserneubildung und Beschaffenheit im Wandel genannt. Dieses Thema möchte ich näher beleuchten. Ein kleiner Blick auf meine Arbeitsgruppe hier an der TU Bergakademie Freiberg. Wir bearbeiten dieses Thema Grundwasser aus verschiedenen Aspekten heraus. Einmal das Thema Grundwasserströmung, Grundwassermodellierung und natürlich auch die Hydrochemie einschließlich des Labors. Und Sie hatten es schon erwähnt, das Zentrum für Wasserforschung, ein für uns hier an der Bergakademie wichtig gewordenes Zentrum mit verschiedenen Säulen. Einmal der Säule Wasser und Umwelt, dann aber auch die Themen Wasser- und Ressourcentechnologie, Wasser und Energie und Querschnittsthemen im Bereich Sensorik, Analytik und dann eben auch Digitalisierung. Insgesamt mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen, die dort zusammenarbeiten, im Rahmen von Projekten dann eben auch Doktoranden und Postdocs. Also insgesamt ein sehr attraktives Zentrum, von dem wir hoffen, dass es noch auch viele Projekte und viele Themen vorantreiben wird. Wenn ich aber an der Stelle weitermachen will und dieses Thema unsichtbare Dürre jetzt kommen will, dann habe ich einfach diese Themen, die ich jetzt Ihnen gerne vorstellen will, zu Fragen gekleidet. Die eine Frage sind, was sind so die natürlichen geologischen, hydrogeologischen Gegebenheiten, die wir haben? Also gemeint ist hier mit Schwerpunkt in Sachsen. Was sind so die klimatischen Entwicklungen, die wir bereits erkennen? Wo sind die Muster, die man schon sieht? Und was sind die Auswirkungen davon natürlich? Und ich will Sie natürlich nicht entlassen, ohne dass wir uns über Lösungsansätze, technische, fachliche Möglichkeiten unterhalten, die sich bieten und wo ich eben auch einige Hinweise dazu habe. Fangen wir mit den Gegebenheiten an. Ich habe jetzt hier dargestellt die Niederschlagshöhe für Deutschland, jetzt hier in dem Bereich mit sehr hohen Niederschlägen, beispielsweise im Bereich der Alpen oder des Schwarzwalds und dann natürlich auch hier im Bayerischen Wald. Und natürlich haben wir auch im Erzgebirge hier vergleichsweise hohe Niederschläge im Bereich bis 1000 Millimeter, also 1000 Liter pro Quadratmeter und Jahr. Wenn man sich das insgesamt allerdings anschaut, ist, wenn man etwas nördlich geht, hier nach Nordsachsen oder eben nach Sachsen-Anhalt, Brandenburg, ist die Situation schon deutlich anders. Wir haben dort deutlich einen geringeren Niederschlag, der dann runtergeht eben bis auf Werte unter 500 Millimeter pro Jahr. Wenn wir dazu betrachten, wie die geologische Situation aussieht, und ich habe jetzt hier auf der rechten Seite einfach mal dargestellt, wie die Ergiebigkeit ist. Also die Ergiebigkeit vom Grundwasser bedeutet so viel, welches Gestein kann Wasser speichern und in welchem Gestein kann Wasser strömen. Dann sehen wir, dass es Bereiche gibt, wie dieses norddeutsche Tiefland hier mit einer sehr hohen Ergiebigkeit. Diese hohe Ergiebigkeit hier beispielsweise in den sogenannten Elster-Eiszeitlichen Rinnen, tiefe Rinnen, die Schotter erfüllt sind, aus denen jetzt Hamburg das Wasser gewinnt. Oder nehmen Sie hier unten diesen Rheingraben, wo wir die hohen Wassermengen als Niederschlag aus dem Schwarzwald bekommen und an diesem Rheingraben hochproduktive Grundwasserleiter. Demgegenüber sind wir in Sachsen ein ganz kleines bisschen oder haben wir ein ganz kleines bisschen Pech. In dem Bereich, wo unsere hohen Niederschläge fallen, ist insgesamt die Ergiebigkeit gering. Dort ist ein sogenannter Kluftgrundwasserleiter ausgebildet. Also ein Grundwasserleiter, der aus Festgestein besteht, Vulkanite weniger, aber im Wesentlichen metamorphe Gesteine, Magmatite, die dort auftreten und dort sind auf Schichtflächen, auf Verwerfungen kann das Wasser strömen, aber da strömt nicht so viel Wasser, da kann auch nicht so viel Wasser gespeichert werden. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach Norden gehen, in den Bereich Nordsachsen hinein, dort ist natürlich die Ergiebigkeit dann schon besser, mittel bis hoch. Allerdings fällt dort deutlich weniger Niederschlag. Also da gibt es eine gewisse Diskrepanz, die hier auftaucht. Und diese Diskrepanz ist natürlich jetzt auch schon längere Zeit bekannt und hat sich natürlich auch schon niedergeschlagen. Und da ist jetzt diese
fotogrammetrische Auswertung mal dargestellt, der Tiefen und der Flächen von der Talsperre Lehnmühle. Also in Sachsen wurde natürlich darauf Rücksicht genommen. Wir haben Speicher, die teilweise zurückgehen bis auf die in dem alten, für den alten Bergbau. Und diese Talsperren und Speicher werden eben genutzt jetzt zur Bevorratung von Trinkwasser, als Hochwasserschutz und auch haben verschiedene Funktionen. Ich möchte aber jetzt bereits darauf hinweisen, dass natürlich diese Speicher auch eine relativ hohe Verdunstung haben. Sie haben diese Verdunstung über diesen offenen Wasserflächen, die liegt so etwa bei 600 Liter pro Quadratmeter und Jahr. Und da komme ich nochmal drauf zurück, aber das ist natürlich ein Aspekt, der, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, unter Umständen uns noch einige Probleme bringen kann. Ein anderer Aspekt, den ich jetzt Ihnen hier vorstellen will, ist, dass ich auf ein Thema immer wieder zurückkomme, und zwar jetzt hier in ganz einfacher Form mal die Wasserhaushaltsgleichung. In dieser Wasserhaushaltsgleichung habe ich dargestellt, wie die berechnet wird. Einmal ist es der Niederschlag, der uns natürlich das Wasser liefert, dann die Verdunstung, die Evaporation, die Transpiration, Pflanzen, Tiere und jetzt hier in Rot mal ausgehalten der Oberflächenabfluss. Auf diesem Oberflächenabfluss werde ich immer wieder rumhacken, weil dieser Oberflächenabfluss, das ist das, was uns Sorgen macht. Wenn Sie auf der Oberfläche das Wasser abfließen haben, dann passiert das dann, wenn wir ein steiles Gefälle haben oder starke Niederschläge oder Versiegelung. Aber dieses Wasser ist mit einem gewissen Grad verloren. Und dann die weiteren Bestandteile dieser Wasserhaushaltsgleichung, dazu gehört der unterirdische Abfluss, im Wesentlichen eben die Grundwasserneubildung und dann noch die Speicheränderung von Bodenwasser und Grundwasser. Vielleicht ganz kurz nochmal, wie sieht so ein aus Grundwassersicht regionales Fließsystem aus? Wir haben jetzt hier ganz einfach ein sogenanntes Neubildungsgebiet, in dem das Wasser eben sozusagen hier entsprechend einsickert oder, wie es hier auch passiert, eben oberflächlich abfließt. Dann haben wir ein Entlastungsgebiet, in dem dann eben die entsprechenden Vorfluter oder Seen sind, in dem das Wasser dann zuströmt. Und der entscheidende Punkt ist, dass dieses ganze System immer so funktioniert, dass wir hier eben entsprechend hohe Flurabstände haben und das Wasser hier rüber in diesem Bereich strömt. Und hier nochmal dargestellt, dieser oberirdische Abfluss, der im Prinzip gar nicht so häufig ist, weil natürlich das Wasser versickert, der aber durchaus eben dann Bedeutung bekommt, wenn es dazu kommt, dass die entsprechenden Niederschläge stärker werden oder dass eben das Gefälle relativ groß ist, das Geländegefälle und dann eben das Wasser so abfließt. Gut, das sind so ein bisschen die natürlichen Gegebenheiten, die wir haben. Auf die wollte ich zunächst mal eingehen. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen auf diese klimatische Situation eingehen. Dort ist es eigentlich so, dass das jetzt auch allgemein akzeptierte Modell im Hinblick auf diese Klimaprognosen, dieses WEREC 6, im Prinzip das ist, was jetzt gerade aktuell eben auch insbesondere auch für Sachsen bearbeitet wird. Dort gibt es verschiedene Szenarien, von denen das erste Szenario oben nur noch rückblickend möglich ist, da es schon nicht mehr erreichbar ist. Das war das Szenario, bei dem die Pro-Kopf-Emission eben stark sinkt und eben auch nur eine Erwärmung von 1,5 Kelvin. Die anderen drei Szenarien sind noch möglich. Bei der einen hier, diese 4,5, da wird die Pro-Kopf-Emission halbiert bis 2080 und die Weltbevölkerung wächst auf 9 Milliarden Menschen an. Beim Szenario 6 steigt die Pro-Kopf-Emission leicht an, die Weltbevölkerung wächst auf 10 Milliarden. Und bei dem RCP-Szenario 8,5, das ist ein weiter wie bisher Szenario. Die Weltbevölkerung steigt an und wir haben weiterhin hohe Emissionen. Also dieses Szenario ist einfach das Szenario, was, wenn nichts passiert. Jetzt will ich ganz kurz nochmal eingehen, was das für Sachsen, diese Szenarien bedeuten. Da zeige ich noch ein paar Abbildungen zu, aber die
Erste Sache ist, was man erkennen kann. Und ich habe jetzt hier mal diese Reihe der Niederschlagsanomalien vom Deutschen Wetterdienst Ihnen hier ausgeführt, von Jahr 1881 bis 2020. Was man erkennen kann, ist, dass mehr und mehr diese einzelnen Jahre zu Clustern, zu Gruppen zusammengefasst werden, wo besonders feuchte Jahre jetzt hier in grün dargestellt, also über dem Durchschnitt liegende Jahre und trockene Jahre immer wieder in Gruppen zusammenfallen. Nehmen wir die letzte Gruppe, das war das Jahr 18, 19, 20, auch wieder so ein Cluster, wo wir eben jetzt mehrere Jahre, trockene Jahre hatten, dazwischen drin 17 mal ein eher feuchtes Jahr und davor wieder so ein Cluster mit trockenen Jahren. Also diese Cluster, das scheint auch so ein Muster zu sein, was jetzt auftritt, wo wir häufiger sehen, dass immer so Gruppen von Jahren auftreten, die dann eben trocken sind und dann wieder auch feuchtere Jahre. Wenn wir diesen Szenarien hier wenn wir das betrachten, dann sehen wir, dass insgesamt der Niederschlag wohl etwas abnehmen wird, insgesamt die Niederschlagsintensität zunehmen wird und insgesamt aufgrund der höheren Temperatur auch die Evapotranspiration zunehmen wird. Eine Entwicklung ist auch noch so langsam sichtbar, diese Frühjahrsniederschläge. Die scheinen insgesamt weniger zu werden und eher im Sommer oder dann im Herbst als Starkniederschläge zu fallen. Also wir haben hier eine ganze Reihe an so graduellen Änderungen, die dazu führen, dass wir durchaus aber in der Summe deutliche Unterschiede merken. Ich will Ihnen das mal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt hier dieses RCP, dieses Szenario 8.5, dieses Weiter-so-Szenario mal hier dargestellt. Dieses Szenario jetzt hier in dem Fall, die Niederschlagsänderungen, die wir jetzt für Sachsen zu erwarten haben. Und in diesem Szenario ist es so, dass wir insgesamt im Bereich von minus 15 bis minus 25% weniger Niederschlag, regional vielleicht sogar noch weniger Niederschlag rechnen müssen. Grundsätzlich gilt also insgesamt weniger Niederschläge jetzt eben im langjährigen Mittel sozusagen. Der andere Aspekt, den ich Ihnen auch zeigen will, ist die Jahresmitteltemperatur. Dort scheint sich so eine Jahresmitteltemperaturerhöhung von um die 4 Grad, also zwischen 3 und 4 Grad zu ergeben, wobei auch dort regional unterschiedlich stark sich diese Temperatur erhöhen wird. Dritter Aspekt, den ich Ihnen hier zeigen will, das sind die Abweichungen für diese Abflüsse. Das heißt also, der mittlere Abfluss, wie wird der sich ändern? Und in der Summe eben aus den verschiedenen Parametern müssen wir davon ausgehen, dass es insgesamt eine Abweichung geben wird, die eben für größere Teile bei minus 50% sind. Also die Halbierung des Abflusses, den wir dort erwarten können. Und da ist jetzt eben der Oberflächenabfluss gemeint. Gut, das sind also so diese Klimaaspekte, die wir jetzt da reinspielen und wie sich das entwickelt. Und jetzt muss ich leider noch mal einmal auf eine mehr detaillierte Situation eingehen, wie denn diese Geschichte mit der Neubildung stattfindet, damit Sie mir nachher da auch schön folgen können. Wenn wir in einen trockenen Boden Wasser reinbekommen, und das hier oben ist jetzt einfach der Boden, wir nennen das die wasserungesättigte Zone, dann bildet sich um diese Körner her herum erstmal dieses Haftwasser. Dieses Wasser ist relativ stark gebunden, nicht mal die Pflanzen können dieses Wasser rausziehen. Wenn mehr Wasser reinkommt, dann führt es dazu, dass dieses Wasser diese größeren Hohlräume füllt, aber durch die Kapillarität noch gehalten wird, gegen die Schwerkraft. Wenn noch mehr Wasser reinkommt, dann wird die sogenannte Feldkapazität überwunden. Das heißt also, das ist das Wasser, was gegen die Schwerkraft gehalten wird und es kommt zu einer Grundwasserneubildung. Wenn Sie jetzt Geschwindigkeiten annehmen oder sich vorstellen wollen, dann ist die Geschwindigkeit, mit der diese Neubildung stattfindet, etwa oder dieses Paket, was dann immer runterrutscht, etwa 1 Meter pro Jahr. Also das Wasser bewegt sich in der wasserungesättigten Zone mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 Meter pro Jahr.
Für Teilmengen kann das natürlich mehr sein, dort wo Wurzelgänge sind oder verschiedene andere. Aber im Durchschnitt ist das schon mal so ein Wert, den wir da annehmen müssen. So, und jetzt kommt natürlich der Punkt hier, wenn wir uns diese ganze Situation anschauen mit dieser Sache hier. Und wenn ich nur mal in Erinnerung rufen darf, dass diese Verschiebung der Frühjahrsniederschläge jetzt so langsam sichtbar wird, dann ist es natürlich so, das hydrologische Jahr beginnt im November. Zu der Zeitpunkt ist der Grundwasserstand meistens auf dem niedrigsten Punkt angekommen. Danach folgt die Zeit, wo wir aufgrund der niedrigeren Temperatur und der Niederschläge dann eben entsprechend so den Speicher auffüllen. Im Allgemeinen ist eine echte Grundwasserneubildung meistens erst so ab Februar, März, April möglich. Danach wird die Temperatur wieder so hoch, die Vegetation, der Bedarf der Vegetation an Wasser wird so groß, dass dann eben entsprechend auch tatsächlich keine Neubildung mehr stattfindet. Das heißt, wir haben nur eine relativ kurze Zeit und gerade diese Phase so März, April ist entscheidend, damit wir dort eben unsere entsprechende Grundwasserneubildung stattfinden haben. Und wenn in der Zeit keine Niederschläge fallen zukünftig oder weniger, dann wird sich das eben direkt auch auf diese Grundwasserneubildung auswirken. Das also nochmal ganz kurz zu dieser Situation jetzt, wie dieser Zusammenhang ist zwischen dem, was wir jetzt da erwarten und wie das sich auswirkt. Jetzt möchte ich ganz gerne auf diesen Dürremonitor eingehen, ganz kurz, den das Helmholtz-Zentrum, das UFZ, bereitstellt. Bei diesem Dürremonitor wird nach verschiedenen Bereichen unterschieden. Ich habe jetzt einfach mal für die letzte Woche, für den 26. April, die Werte hier genommen. Und was man jetzt hier sieht, ist die sogenannte nutzbare Feldkapazität. Das ist die Menge an Wasser, die die Pflanzen aus dem Bodenspeicher herausziehen können. Und Sie sehen, für diesen Aprilwert ist die Situation hier in Sachsen relativ problemlos. Wir haben eine hohe nutzbare Feldkapazität. Die wird hier ein bisschen weniger, aber ist alles unproblematisch. Insgesamt ist die Situation, sage ich mal, im Oberboden absolut unspektakulär. Ich möchte auch dazu fügen, die war auch das gesamte letzte Jahr über relativ unspektakulär. Das heißt, die Pflanzen hatten tatsächlich genug Wasser, um zu wachsen. Es war ja auch grün. Wenn wir uns die Situation angucken, jetzt für den 26.04., was den Oberboden angeht und Trockenheit, dann haben wir bestenfalls eine moderate Dürre jetzt hier in Baden-Württemberg und Bayern. Aber für uns hier in Sachsen ist die Situation, was das angeht, völlig unkritisch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ganz anders sieht die Geschichte aus, wenn wir ein Stockwerk tiefer gehen. In dem tieferen Bereich, wo eben dieses Wasser, was oben in diesen wasserungesättigte Zone einströmt, in diesem tieferen Bereich ist es tatsächlich trocken. Und zwar nicht nur ungewöhnlich, sondern es herrscht dort, Sie sehen das hier in diesem Bereich hier, was sich über Sachsen-Anhalt bis nach Brandenburg hier reinzieht, eben eine extreme oder eine außergewöhnliche Dürre. Das heißt, wenn Sie in einen tieferen Bereich reinkommen, sagen wir mal, Sie kommen im Bereich von 1 Meter, 1,50 Meter rein, dann haben Sie dort extrem trockene Verhältnisse. Und einfach, um das auch klar zu sagen, bevor dort die ganze entsprechende Situation hinsichtlich des Bodenspeichers wieder aufgefüllt ist, muss es deutlich mehr und regelmäßiger regnen, als es das derzeit tut. Also wir stecken in dieser, ich habe sie unsichtbare Dürre genannt, absolut drin. Gut, ich möchte auf die Auswirkungen ein bisschen eingehen und Ihnen noch ein bisschen versuchen vorzustellen, welche Möglichkeiten oder welche Aspekte müssen wir jetzt bedenken. Ich möchte mal ganz kurz nochmal auf die Talsperren eingehen, weil die für uns in Sachsen so wichtig sind. Wenn wir uns diese Talsperren anschauen und wenn wir uns überlegen, welche Auswirkungen haben diese verschiedenen Themen, die ich Ihnen vorgestellt habe, hinsichtlich dieser klimatischen Änderungen, dann können wir zum einen sagen, die Talsperren werden, was die Temperatur angeht, ansteigen.
Wir werden eine höhere Verdunstung bekommen aufgrund der entsprechenden Trockenheit. Teilweise werden wir einen höheren Eintrag von Feinkorn, von Feinmaterial bekommen. Das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt. Und wenn wir dann noch diese Aspekte betrachten, dass es zu stärkeren Niederschlägen kommt, ist auch davon auszugehen, dass wir einen höheren Sedimenteintrag bei diesem oberflächlichen Abfluss bekommen. Das heißt, es werden mehr Sedimente in diese Talsperren eingetragen, die dann auch wieder entsprechend entsorgt werden müssen oder wo dann wieder geguckt werden muss, was damit passiert. Ich will darauf hinweisen, dass Talsperren, so gut sie jetzt hier für Sachsen geeignet sind, auf längere Sicht Probleme bekommen werden. Das wird einfach unweigerlich kommen und da ist es sinnvoll, sich rechtzeitig Gedanken dazu zu machen. Ich habe aber noch andere Beispiele und die will ich jetzt auch noch vorstellen. Und zwar ein Beispiel, an was man auch nicht sofort denkt, ist, wenn viele Gebäude auf Ton errichtet sind, also auf Ton, auf normalem Ton, dann ist das natürlich ein Thema, das bisher relativ unproblematisch war. Sollten Sie in einem Gebäude wohnen, was auf Ton gegründet ist, dann haben Sie eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten oder ich möchte noch sagen Jahrhunderten kein Problem damit gehabt. Das Einzige, was Sie vielleicht schauen mussten, war, weil das Oberflächenwasser, das Niederschlagswasser nicht versickern kann, dass Sie dort eine Drainage einbauen oder einen wasserdichten Keller, damit das Wasser nicht reinläuft. Aber ansonsten war das kein großes Problem. Das Problem tritt jetzt langsam auf. In dieser jetzt Kirche hier im Norden Sachsen-Anhalts, ich habe jetzt den Namen nicht hinzugeschrieben, weil das noch ein laufendes Verfahren ist, ist es so, dass sich hier, und ich zeige gleich noch mehr Risse, dramatische Risse ergeben, weil dieser Ton natürlich, eben wenn der jetzt tiefer ansteht, dieses Wasser tatsächlich braucht, um eben tatsächlich seine Form zu erhalten. Sobald dieses Wasser fehlt, fängt der an zu schrumpfen und es kommt zu massiven Sitzungen in diesem Bereich. Das heißt also, Sie haben in dem Bereich, und ich habe mehrere Fälle hier auf dem Schreibtisch, wo es darum geht, dass jetzt Leute eben darunter leiden, dass ihre Gebäude zu solchen Sitzungen ausgestattet sind. Schauen Sie sich mal das hier oben an, das sind faustdicke Schäden, die hier in diesem Bereich stattfinden. Das heißt also, dieser Ton, der braucht das Wasser, damit er sozusagen seine Form erhält. Und wenn diese Trockenheit bis in den Ton dann hineingreift, dann kommt es zu diesem Schrumpfen und eben auch zu diesen Setzungserscheinungen. Und ich habe jetzt noch ein Bild hier, wo man eben wirklich auch deutlich diese Schäden hier erkennen kann. Gut, also das ist eher so ein geotechnisches Beispiel, aber eben auch was man nicht unbedingt sofort erkennen kann, wo man nicht sofort erkennen kann, dass das jetzt mit dieser Trockenheit was zu tun hat. Da würde man vielleicht eher irgendwelche, Schwerlastverkehr oder sonst irgendwas mal vermuten oder sonstige Gründe, aber das ist eben auch wirklich eine direkte Folge davon. Ein weiterer Punkt, den ich jetzt mit Ihnen ansprechen will, ist, als Folge von diesem Bereich hier die Beschaffenheit des Grundwassers. Ich habe jetzt hier mal aufgelistet einen sogenannten Multilevelbrunnen. Das sind jetzt relativ viele Werte. Ich werde so ein paar Sachen davon erzählen. Wenn Sie sich das jetzt hier auf dieser kleinen Vorabbildung mal vorstellen wollen, dann ist es, als ob hier ein Brunnen bis nach unten stünde. Und weil dieser Brunnen dann das Wasser, was hier beispielsweise mit dieser entsprechenden Landnutzung hier infiltriert, hier entlang strömt und hier hinströmt oder hier entlang strömt oder meinetwegen auch hier unten entlang, ist es so, dass jetzt das Wasser hier ist die Geländeoberfläche, hier beginnt dann das Grundwasser, nicht von oben nach unten zu sehen ist, sondern wenn Sie sich das hier anschauen, dann ist das, als ob das Wasser, ich sag mal, auf Sie zukäme. Das sind jetzt einfach verschiedene Bereiche, in denen das Wasser hier strömt. Und was Sie, glaube ich, mit einem Blick erkennen, ist, dass die Grundwasserbeschaffenheit keineswegs irgendeine wilde Mischung ist, sondern das sind ganz klar definierte Zonen. Sie erkennen es jetzt beispielsweise hier hinten vielleicht relativ gut.
Das ist ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet, aus dem dieses Beispiel hier stammt. Nitratwert ist relativ hoch, liegt bei etwa 100 Milligramm pro Liter. Diejenigen, die vielleicht ein bisschen bewandert sind, bei 50 Milligramm pro Liter ist der Grenzwert, wenn man ihn beispielsweise für Trinkwasserzwecke nutzen will. Geht aber in diesem Bereich hier deutlich zurück. Im Gegenzug steigt das Sulfat an. Und wenn ich jetzt nochmal hier oben hinschauen darf mit Ihnen, dann ist es beim Sauerstoff zum Beispiel so, dass der im oberen Bereich bei etwa 10 Milligramm pro Liter liegt und dann eben auch in diesem Bereich etwa deutlich zurückgeht. Das nennt man die Zone der Denitrifikation. Und im tieferen Bereich ist dann beispielsweise Eisen oder Mangan gelöst und Sulfatgehalte sind relativ hoch, bevor sie hier auch wieder niedriger werden. Was passiert, wenn wir diese prognostizierten Änderungen, diese Klimaänderungen bekommen? Die Änderungen, die wir erwarten können in der Beschaffenheit, sind derart, dass der organische Kohlenstoff, der im Boden vorhanden ist und das Wasser speichert, aber auch die Schadstoffe und Nährstoffe zurückhält, wird weniger, wird abgebaut. Wir erwarten mehr Stickstoff, mehr Nährstoffe und mehr Schadstoffe im Grundwasser, einfach weil die Rückhaltefähigkeit des Bodens nachlässt, wenn die Temperatur zu hoch wird oder wenn das Wasser fehlt für den Boden, um eben diese organischen Kohlenstoff aufzubauen. Das heißt also, dort gibt es relativ sicher auch Änderungen, die wir im Zusammenhang mit dieser Beschaffenheit hier erwarten können. Ich gehe da an anderer Stelle noch mal kurz drauf ein, aber dieses Thema würde ich ganz gerne noch mal ein kleines bisschen anderer Aspekt betrachten. Hier ist zum Thema Oberflächenwasser, Grundwasser, Wechselwirkung. Wir befinden uns in der Lausitz im Speicherbecken Losa. Das ist jetzt hier das Restloch Friedersdorf, was ich jetzt hier mit Ihnen kurz mal näher betrachten will. Ein von der LTV Sachsen eben auch betriebenes Speicherbecken. Und bei dem es durch die entsprechende Situation mit dem im Jahre 2018 zu einem massiven Fischsterben gekommen ist. Also das sieht hier alles sehr friedlich und sehr schön aus. Aber wie gesagt, 2018 gab es ein massives Fischsterben und wir waren daran interessiert, was passierte dort? Hat das was zu tun mit dieser Wechselwirkung zwischen Grundwasser und Oberflächenwasser? Wir haben deshalb für diesen Teilbecken Friedersdorf mal hier dargestellt, die Konzentration an Sauerstoff über die Zeit von 2000 bis 2020. Die hellen Farben heißen kein Sauerstoff, das sehr dunkle heißt hohe Gehalte an Sauerstoff. Hier gibt es einige Datenlücken, aber wenn ich Sie einfach mal in die Jahre 2006, 7, 8 entführen darf, kann ich hier zeigen, dass im Sommer beispielsweise der Sauerstoffgehalt zurückgeht bis weit nach oben, aber dann auch bis auf den Grund runter bis 12 Meter wieder dann im Folgewinter der Sauerstoff wieder kommt. Und solche Zyklen, die dann da auftreten. Wenn wir jetzt in diese Jahre 18, 19, 20 schauen, dann sehen Sie an der Stelle hier quasi über lange Zeiten bis in ganz flache Bereiche hinein überhaupt keinen Sauerstoff mehr. Und das wiederholt sich, dieses Schema, hier über die Zeit hinweg. Dazu kommt, dass wir, wenn wir uns die Temperatur betrachten, genauso ähnlich hohe Temperaturen hier jetzt in Rot, niedrige Temperaturen in diesem Blau, sehen wir hier, dass natürlich über die Jahre hinweg im Sommer dann die Temperatur von oben runter warm wird und eben in den Zeiten hier jetzt 18, 19, 20, denen gegenüber lange Zeiten hohe Temperaturen in diesem Teilbecken Friedersdorf geherrscht haben. Wenn ich das jetzt ganz kurz zusammenfassen darf, was wir dort haben, war, dass wir eben insgesamt eine sehr niedrige Konzentration an Sauerstoff hatten, hohe Temperaturen. Und das würde schon mal ein Teil erklären. Aber dazu kommt, dass wir eben dort auch einen Zustrom von Sauerstoff, von Grundwasser haben, der auch komplett sauerstofffrei ist. Und
der Ausgleich von dem Wasser jetzt nicht mehr durch, sage ich mal, frisches Niederschlagswasser, das Sauerstoff angereichert ist, stattfindet, sondern von diesem Grundwasser, was zuströmt, was komplett auch sauerstofffrei ist oder sogar reduzierend und damit eben jetzt keine Möglichkeit bietet, dass da nochmal Sauerstoff reinkommt. Damit erklärt sich relativ gut, wie dieses Hin und Her funktioniert. Und das wird nicht nur für dieses Becken hier in Loser 1 gelten, also für Friedersdorf beispielsweise, sondern das wird für viele andere Tagebau-Restseen zum Beispiel auch noch der Fall sein. Aber an dieser Loser 1 würde ich Ihnen gerne noch eine andere Sache zeigen. Hier ist mal dargestellt der Niederschlag in Blau. Die Evapotranspiration, das ist die potenzielle hier in diesem Orange und hier die entsprechende Speicheränderung. Und relativ schön zu sehen ist, dass der Niederschlag jetzt hier über diese Zeit, das sind insgesamt eben von 1996 bis 2020, insgesamt tendenziell abnimmt, die Evapotranspiration tendenziell zunimmt und dementsprechend ist auch die Speicheränderung im Becken selbst eben abnehmen. Das heißt also, es muss Wasser zugeführt werden. Das wird auch eben für alle andere Speicher, die eben als Oberflächenspeicher ausgebaut sind, sich in der Art und Weise entwickeln. Gut, also das war jetzt so eine Oberflächenwasser-Grundwasser-Wechselwirkung-Aspekt und jetzt hier auch nochmal mit den Fischen hier in dem Loser 1. Und eine Sache will ich Ihnen natürlich auch nochmal kurz erläutern. Wenn wir uns die Grundwasserströmungssysteme anschauen und uns fragen, wie wird sich das auf diese Grundwasserströmungssysteme entwickeln oder auswirken, dann wird natürlich eine geringere Grundwasserneubildung dazu führen, dass in diesem Neubildungsbereich die Grundwasseroberfläche geringer wird. Der Flurabstand, der Abstand von der Geländeoberfläche bisher wird immer größer, wohingegen in dem Vorfluterbereich, also in den Flussniederungen, in den Auen, dort wird man keine große Änderung sehen. Das heißt, das wird sich insgesamt ausgleichen. Aufgrund der geringeren Gradienten wird es zu einer langsameren Strömung führen, die hier jetzt auch zu den Flüssen hinzuführt. Das ist so die große Änderung, die wir dann auch erwarten können. Und insofern ist es so, dass wir da natürlich auch einen Themenbereich haben, der sich jetzt hier für uns darstellt, der jetzt auch beobachtet werden muss. Gut, ich würde jetzt gerne zu so einem Lösungsansätzen kommen. Ich habe das jetzt mal ein bisschen hochtrabend genannt und habe es versucht wieder einzuschränken. Vorschlag für Bestandteile einer sächsischen Grundwasserstrategie. Also was können wir tun? In welche Richtung sollten wir uns da entwickeln? Und da sind sicher viele Dinge dabei, die jetzt auch Ihnen relativ schnell einfallen würden. Auf der anderen Seite hoffe ich auch, dass ich einige Aspekte Ihnen zeigen kann, die vielleicht nicht unbedingt sofort klar sind. Das Erste, was ich natürlich auch jetzt hier bringen muss, ist aus unserer Sicht, aus wasserwirtschaftlicher Sicht, ist Wald ein wesentlicher Beitrag zur Lösung. Der Wald hat im Bodenwasserspeicher eine relativ große Möglichkeit, gleichförmig Wasser zu speichern. Im Wald selber ist der oberirdische Abfluss quasi null. Das heißt, das Wasser versickert. Natürlich ist es so, dass auch durch Interzeption, Transpiration das Wasser wieder verschwindet. Aber insgesamt ist der Oberflächenabfluss im Bereich des Waldes gering. Natürlich hat Wald noch viele weitere Aspekte. Er filtert die Luft zum Beispiel von trockener oder feuchter Deposition, speichert CO2 und liefert eben Sauerstoff. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann ist es so, dass gerade bis in das Jahr 2020 hinein in den sächsischen Wäldern jetzt für die letzten 3 Jahre ein Defizit herrscht von 450 Liter pro Quadratmeter. Und dieses Defizit im Bodenwasserspeicher der letzten Jahre, das ist das, was ich vorhin schon im Prinzip gezeigt habe mit diesem Gesamtboden, wie trocken der ist, das macht sich direkt auch hier zusammen mit dem Borkenkäfer und den anderen Problemen bemerkbar mit den Schädigungen, die jetzt hier eben bei 35% sind, 44% hier schwach geschädigt und nur noch 21 ohne erkennbare Schäden. Nun ist es so, unsere Bäume sind ja auch auf der anderen Seite echte Schlucker. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Wenn Sie sich die Werte mal hier anschauen, dann sehen Sie,
dass verschiedene Gattungen an Bäumen recht große Mengen an Wasser eben tatsächlich benötigen. Nehmen Sie hier Mittelwerte, Fichte, Kiefer, Buche, Eiche oder schauen Sie mal hier rüber ins Maximum, was die, wenn sie können, wie viel Wasser sie ziehen. Gleichzeitig eben auch die Verteilung über das Jahr, wo man sieht, dass dort eben im Sommer natürlich der größte Bedarf ist. Unsere eigenen Untersuchungen beispielsweise auf dem Darß haben eben ganz klar gezeigt, dass dort mehr Wasser durch die Bäume gezogen wird, als das durch den Niederschlag reinkommt. Deshalb, also wenn es darum geht, um Aufforstung, ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht ganz klar eine Forderung, wir müssen im Neubildungsgebiet aufforsten, in den hohen Gebieten. Weil wir natürlich in den Niederungsgebieten dazu führen würden, dass das Wasser aus diesen Flussauen wieder heraus, eben durch diese Bäume herausgezogen wird. Gut, da, wenn es jetzt um ökologische Fragestellungen geht, müsste man es nochmal machen. Aber aus rein wasserwirtschaftlicher Sicht sind diese Bereiche hier oben in diesen Neubildungsgebieten diejenigen, die aufzuforsten sind. Und natürlich ist auch die Frage, wie aufzuforsten ist. Aber da weiß ich, dass im Sachsenforst viele fähige und intelligente Leute sind. Und ich habe jetzt hier einfach nur aus den Unterlagen des Sachsenforstes eben nochmal hier geschrieben, dass zu den wenigen Bäumen, gerade in den letzten Jahren, die als gesund eingestuft werden, sich sogar erholt haben, zum Beispiel die Buche gehört. Also wenn man jetzt eben sieht, dass die Fichte und die Kiefer relativ stark leiden, muss man sich natürlich überlegen, wie können wir hier auch einen nachhaltigen Forst schaffen. Gut, das ist aber jetzt auch nicht mehr mein Thema. Ich wollte nur darauf hinweisen, aus wasserwirtschaftlicher Sicht, im Bereich der Neubildungsgebiete, dort gehört dieser Wald hin und da brauchen wir ihn. Zweiter Teil des Lösungsansatzes ist die Landwirtschaft. Hier eben diese recht trockene Situation hier mit dem Staub, der hier aufgewirbelt wird, den ich Ihnen zeigen will. Und dann ein Aspekt, der jetzt auf uns zukommen wird. Ich habe hier mal dargestellt, der Wasserverbrauch in Deutschland, Industrie, also jetzt Süßwasser 68, Landwirtschaft 20, Trinkwasser 12. Wenn Sie sich das für die Welt anschauen, dann ist Landwirtschaft so an die 70%. Trinkwasser 10% und Industrie 23%. Und wenn ich das mal so sagen darf, in den Wasserbehörden, da stapeln sich die Anträge der Landwirte auf Bewässerung. Das heißt also, da kommt eine ganze Welle auf uns zu, einfach weil diese Bewässerung eben für die Landwirte auch eine entsprechende Ertragssteigerung bedeutet und eine Verstetigung. Ich habe deshalb ein New Deal angeboten. Ich habe gedacht, ich würde gerne der Landwirtschaft einen, und ich stehe auch wirklich mit den Landwirten auch im Kontakt, ein New Deal anbieten. Ich sage, die Bewässerung und die Vorteile für die Landwirtschaft durch die Bewässerung sind klar erkennbar. Steigerung des Ertrags, Verstetigung. Die Vorteile für die Wasserwirtschaft sind auch klar. Wir können den Anteil an organischem Kohlenstoff im Boden erhöhen. Wir vermeiden den Austrag von Feinkorn. Wir haben eben auch eine Speicherung von Wasser im Bodenbereich. Und wir haben eben auch einen stärkeren Rückhalt von Nährstoffen und Schadstoffen durch einen höheren Anteil an Feinkorn und organischem Kohlenstoff. Jetzt kommt aber die andere Seite des New Deal, wenn ich das mal so sagen darf, den ich jetzt hier bringe. Ich will, dass keine neuen Feld- und Ackerdrainagen gebaut werden. Wir brauchen alles Wasser, was wir bekommen können in der Landschaft, im Einzugsgebiet. Wir dürfen nichts wegleiten. Da ist es so, dass diese neuen Drainagen oder Ackerdrainagen, Felddrainagen hier ein echter Killer, wenn ich das mal sagen darf, für die Grundwasserneubildung darstellen. Und was dazu kommt, vorhandene Drainagen, da wäre mein Vorschlag, wir könnten die vielleicht umbauen zu Speicher- und Versickerungseinrichtungen, um gerade dort das zu nutzen, um Wasser eben wieder in den Untergrund reinzubringen. Und was ich hier unten noch hingeschrieben habe, ist dieses Thema Precision Farming. Da geht es einfach nur darum, dass gerade in der Landwirtschaft heutzutage mehr und mehr auch diese auf bestimmte Flächen und Eigenschaften der Flächen gehende Bewirtschaftung jetzt hier im Kommen ist. Lösungsansatz 3, wir könnten unterirdische Speicherung machen. Ich habe jetzt hier das Lehr- und Forschungsbergwerk der TU Bergakademie mal genommen
Und das ist natürlich gerade ein schlechtes Beispiel, weil wenn wir dort Wasser speichern wollten, hätten wir ein richtiges Problem aufgrund der Lösung von entsprechenden Schadstoffen in dieses Wasser. Aber es gibt genug unterirdische Speicher, deren Nutzung durchaus in Frage kommt und die für solche als unterirdische Speicher durchaus in Frage kommen. In dem Bereich der reichen Zeche wird natürlich geforscht und mein Kollege der Tobias Fieback, der nutzt natürlich dieses Wasser wiederum für energetische Zwecke. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber diese unterirdische Speicherung, gerade jetzt hier in Sachsen, ist durchaus eine Möglichkeit, die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Professor Scheidt, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, weil eine Frage kam zur Landwirtschaft, für was diese Drainagen, die Sie auf dem Bild gezeigt haben, für was die genau da sind. Und jetzt sehe ich aber, wir haben Schwarmintelligenz, es kommt direkt schon Antworten dazu. Sie sehen es im Chat. Ich schalte mal ganz kurz den Chat noch dazu. Ja, genau. Genau, so ist es. Genau. Vielen Dank. Jawohl. Gut, also da können wir gerne nochmal drüber diskutieren. Diskutieren Sie ruhig mit mir. Also ich will da gerne auch Ihre Rückmeldung haben. Wir können da gerne nachher nochmal drüber diskutieren. Aber aus meiner Sicht heraus ist das wirklich so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich würde gerne dieses Thema Bewässerung zugestehen, weil das auch für die Wasserwirtschaft wichtig ist. Aber auf der anderen Seite, wir müssen das Wasser, wir müssen diesen Oberflächenabfluss stoppen und wir müssen das Wasser in der Landschaft halten. Das ist meine oberste Priorität. Wir müssen dieses Wasser versickern und wir müssen das eben in der Landschaft halten und deshalb auch eben diese Forderung. An der Stelle will ich jetzt den Lösungsansatz 4 noch mal kurz vorstellen. Und das ist so ein integrativer Lösungsansatz und das ist nur ein Kleeblatt eines vierblättrigen Kleeblatts. Stellen Sie sich einfach vor, das hier ist jetzt mein eigenes Kleeblatt, was ich hier Ihnen zeigen kann. Wenn jetzt hier rechts davon ein weiteres Kleeblatt wäre, was dann auch wieder anders aufgebaut wäre, aber was so aussieht, so ähnlich wie hier, dann wäre es eben die Trinkwasserversorgung. Dann würde ich hier unten rechts die entsprechende künstliche Grundwasseranreichung oder Anreicherung von Wasser als drittes Kleeblatt haben. Und das vierte Kleeblatt hier wäre die Speicherung von ober- und unterirdischem Wasser. Gut, ich will aber darauf nur mal kurz eingehen. Hier bei diesem Bild, was ich Ihnen hier zeige, geht mir es darum, dass ich eben dieses Thema Bewässerung noch einmal aufgreife. Es kann nicht sein, dass wir, wenn wir beispielsweise jetzt tatsächlich bewässern würden in der Landwirtschaft, das, ich sage mal, hochwertige Grundwasser nehmen. Wir müssen da intelligenter vorgehen. Und ich habe das hier versucht, in diesem Bild mal so ein bisschen darzustellen. Wenn Sie sich das hier oben anschauen, dann soll das hier beispielsweise so eine Situation sein, wo wir Grundwasser gewinnen aus einem Bereich, wo wir beispielsweise so ein rotes Gebiet haben. Rote Gebiete sind solche Gebiete, die gekennzeichnet sind durch hohe Gehalte an Nitrat, an Stickstoff. Das heißt, das Wasser ist für Trinkwasserzwecke schwer oder nicht zu gebrauchen. Solches Wasser könnten wir aber auf jeden Fall für Bewässerungszwecke nehmen. Wir können Wasser nehmen, was vielleicht als Niederschlag fällt oder als Abflüssen aufgefangen werden kann. Wir könnten Industriewasser nehmen, was vielleicht einfach nur erwärmt wurde, was ansonsten eben nicht verändert wurde. Wir können geklärtes Abwasser nehmen. Diese Wässer müssen in ihrer Beschaffenheit laufend kontrolliert werden und in ihrer Menge. Und dann würde es zum Beispiel in so einer Situation dazu kommen, dass wir dieses Wasser vermischen, speichern, ob das jetzt Vorhaltebecken sind oder andere Anlagen, aber so, dass man es eben in einer Form zusammenbringt, dass es geeignet ist für eine Bewässerung aus diesen verschiedenen Quellen heraus, dann eben auch diese Verregnung stattfindet, diese Bewässerung. Und eben durch diese Verregnung und Bewässerung das Wasser selber nicht nur eben den Pflanzen dient, sondern gleichzeitig auch mögliche Stoffe, die da drin sind, zurückgehalten oder abgebaut werden. Sodass also, wenn wir dieses Wasser anschließend wieder versickern, die Beschaffenheit allmählich verbessert wird. Und wir eben auch eine Anpassung bekommen, die jetzt hier beispielsweise, weil wir das Wasser schon mit einer gewissen Grundzusammensetzung hier für die Bewässerung reinbringen,
deshalb auch die entsprechende, sage ich mal, Anpassung machen können, was Nährstoffe oder was verschiedene andere Gaben angeht. Ein Aspekt möchte ich jetzt noch mal ganz am Schluss machen, den habe ich jetzt nicht hier hinzugeschrieben, weil das auch wirklich ein heikles Thema ist. Das ist dieses Thema Energiepflanzen. Es ist sicher sehr sinnvoll, aus Pflanzenresten und aus übrig gebliebenen, allen möglichen organischen Material Energie zu produzieren. Es ist aber so, dass in Deutschland mehr und mehr Flächen für Energiepflanzen angebaut werden. Also die werden nur dafür angebaut. Das ist dann Mais oder Raps. Und wenn jetzt für diese Flächen auch noch zusätzlich beispielsweise eine Bewässerung erfolgen soll, dann ist das natürlich wirklich eine Entwicklung, die kritisch werden kann. Also insofern ist das auch sicher nochmal ein Aspekt, der jetzt da reinspielen würde. Wie will man damit sozusagen umgehen? Gut, meine Damen und Herren, ich habe meine Dreiviertelstunde etwa durch. Ich würde gerne mit diesem Bild aufhören, weil das eben diese, denke ich mal, Zukunft zeigt, in die wir gehen müssen, wo wir aus verschiedenen Daten, Sensorik, Planung und eben auch einer intelligenten Verwendung, die mehreren Zwecken dient, unser Wasser nutzen, das sollen wir ja auch, aber gleichzeitig eben auch schützen. Und um das geht mir es bei meinem Vortrag, dass wir eben auch langfristig sicher mit unserem Wasser rechnen können, und zwar jeder oder jede mit dem Bedarf, den er oder sie hat. Vielen Dank.